sich an all das Chaotische aus dieser Galaxie von Entschuldigung, endlich! Wir werden unser Bestes geben, Galaxia-Sama. Ich erwarte auch nichts Geringeres, Sailor-Lenklum. Aber lassen wir doch erst unsere Freunde von der Erde zu Wort kommen. Nicht weinen, Julian. Schließlich war es eure Idee, eure Diener wieder zu beleben, weil ihr glaubtet, sie seien die Richtigen für diese Aufgabe. Nun lasst hören. Jawohl, Galaxia-Sama. Shitenum, wer ist? Es ist unwahrscheinlich, dass die Prinzessin des Mondes auf Vernunft hören wird, welche sie heute deshalb aussenden, egal wie gerecht oder es sein mag. Sie ist ein Dummkopf und würde es ohnehin nicht verstehen. Ihre Sentry sind ihr gegenüber sehr loyal. Die meisten ebenso töricht. Wir werden sie konfrontieren müssen, aber es wäre unvernünftig, sie zu unterschätzen. Du hast recht. Jeder für sich ist nicht sehr stark. Jedoch zusammen bilden die Ascension ein schlagkräftiges Team. Die Auto-Ascension, Uranus und Neptun sind noch sehr viel Sterne. Aber sie kämpfen für sich. Bildet euch für Sailor Pluto. Denn ihre Leben und Nachbarschaften sind obskur. Vor allem aber, lasst Sailor Saturn nicht zum Zug kommen. Denn ihre Macht könnte alles vernichten, wofür wir kämpfen. Ich denke, ich kann die Prinzessin davon überzeugen, den Silberkristall aufzugeben. Wenn wir sie von ihrem Senshi trennen, es wäre ohnehin unglücklich, weil es der Senshi des Sonnensystems für eins bekämpft. Können wir sie auf zwei, wird es ein einfaches sein, sie zu bekämpfen. Um den Idealfall von unseren Zielen zu überzeugen. Glaubst du, ihr könntet die Macht des Sailor Senshi brechen? Du und deine Bichonen sammeln hier. Spotte ruhig, aber diese sind nicht so harmlos, wie sie scheinen. Wir haben diesen Kampf schon geführt, da habt ihr noch nicht einmal geahnt, was Sternkristalle überhaupt sind. Es wäre nicht das erste Mal, dass wir siegreich sind. Große Worte! Enttäuscht mich nicht! Jawohl, Galaxia-Sama! Nach uns sollten wir dieser Person Galaxia wirklich vertrauen. Wie meinst du das, Kunst-Diet? Nun, ihre Ziele müssen sich nicht unbedingt mit denen unserer Galaxias Pläne sind verlogen. Aber du hast recht. Wir müssen vorsichtig sein, um nicht alles zu verfehlen. Derzeit hat allerdings nur sie die Macht, die wir brauchen, um uns von dem Mondfall zu befreien. Ich werde die Erde wieder regieren, als ihr König, wie es meine Pflicht ist, wie ich es schon immer war. Wenn ich euch so reden höre, scheint es mir, als ob euch die Liebe zum Mondprinzessin nicht so bedeuten würde. Fühlst du sie leid, sind etwas für Schwächlinge in der Fleet? Das solltet ihr eigentlich wissen. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr tut, Endymion-Sama. Zweifel ist nun angebracht zur Fleet. Geht an die Arbeit! Der Tag der Entscheidung naht. Was meinst du zur Fleet? Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Sailor Senshi, die sich die Herrschaft über dieses Sonnensystem zurück über unsere Heimat entreißen. Oder eine Größenwahnsinnige, die das gesamte Universum unterjochen will. Jedenfalls ist sie sehr mächtig. Ich spüre sie doch auch, die neue Kraft, die durch unseren Körper fließt. Aber wieso? Warum lässt sie sich unserem Herrn an? Die Fürsten der anderen Planeten haben sich euch angeschlossen und seinen Sternkristall hat er schon lange übergeben. Bei uns, nicht so dumm ist wie die anderen. Endlich kümmert er sich wieder um sein Reich und seine Pflichten. Die Mondprinzessin vernebelt ihm nicht länger seine Sinne. Und auch wir sind vor den Prinzessinnen gefeit. Du hast recht. Die Belange der Erde sind wichtiger als die Gefühle, die wir sie beschützen. Spielen wir vorerst weiter mit. Solange diese Sache in unserem Sinne verläuft, sollten wir die Chancen nutzen, die uns Galaxia bietet. Lasst uns gehen. Woo!
Krieg der Galaxia brachte das größte Opfer, um dieses Universum zu retten. Aber in diesem Universum muss alles in Balance sein. Was soll schlecht daran sein, das Böse auszurotten? Die Outer Senshi werden euch ganz allein.